Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Samstagnachmittag und wir sind gerade, Dirk und ich, nach Hause gekommen. Die Kinder waren schon etwas früher da. Die sind nach dem Essen dann erstmal die Jungs und dann irgendwann mal auch Isabel weggefahren. Wir waren ja heute mit 3 Autos, ging nicht anders. Ja, in der Kirche waren wir. Es war heute ein Pfadfindergottesdienst, den komplett von Anfang bis zum Ende unsere Pfadfinder gestaltet haben, unter der Leitung von Valentina und von meinem Mann und dann auch noch unser Prediger und noch ein paar andere, also die Kinder und auch die Betreuer, die Erwachsenen, die haben richtig, richtig tolle Arbeit geleistet. Die waren richtig gut. Und ich habe für euch jetzt gefilmt und wünsche euch einfach mal viel Spaß beim Zugucken und ansonsten schönes restliches Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Und jetzt viel Spaß beim Zugucken. Tschüss. Heute wollen wir euch etwas mehr über uns Partner erzählen. Als erstes werden wir unser Partnerversprechen erzählen. Ich verspreche bei meiner Ehre als Partner, Gott zu ehren, die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und die Partner zu bezahlen. Ich bitte Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. Ich verspreche von meiner Ehre als Partnerin, Gott zu ehren, die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und die Partnerregeln zu halten. Für das Wohl der Gruppe möchte ich meine Fähigkeiten nicht einsetzen. Ich bitte Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. Ich verspreche von meiner Ehre als Pfadfinder, Gott zu ehren, die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und die Pfadfinderregeln zu halten. Für das Wohl der Gruppe möchte ich mich mit meinen Fähigkeiten einsetzen. Ich sehe mich als Vorbild und werde solches auf meine Gedanken, Worte und Taten achten. Ich bitte auch Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. Ich verspreche bei meiner Ehre als Pfadfinderin, Gott zu ehren, die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und die Pfadfinderregeln zu halten. Ich sehe mich als Vorbild und will als solches auf meine Gedanken, Worte und Taten achten. Des Weiteren möchte ich für meine Gruppe da sein und die mir anvertraute Leitungsaufgabe gewissenhaft erfüllen. Ich bitte Gott und meine Gruppe und meine Freunde, mir dabei zu helfen. Jetzt wird uns Martin einen Bibeltext vorlesen. Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem. Gemeinsam das Lied jeden Schritt singen. Anschließend wird Johanna mit uns helfen. Das Lied dürfte wahrscheinlich vielen Menschen nicht ganz so bekannt sein, aber ihr seid trotzdem herzlich eingeladen mitzusingen. Vor allem der Refrain ist sehr einfach vom Text her. Thank you.
Lieber Gott im Himmel, vielen Dank, dass wir alle hier beisammen und den Gottesdienst zusammen feiern können. Bitte mach, dass es ein schöner Tag und ein schöner Gottesdienst wird. Sei bei allen Pfadfindern, die heute noch auf der Bühne stehen werden, und mach, dass das Lampenfieber nicht zu groß ist. Amen. Amen. Wir singen jetzt zu Ede Kurtes drei Lieder zusammen. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich und mich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, was das meine singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Ja, Freunde, das ist etwas ganz Großes, was wir als Pfadfinder immer wieder erleben. Und etwas anderes, was wir als Pfadfinder immer gerne erleben, das ist die wunderbare Schöpfung, die Natur. Und davon wollen wir beim nächsten Lied singen. Wiesen und Berge, die Wälder und Seen, was lebt und atmet, anders trägt mit seiner Handschrift. Der sagt, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht, dem wollen wir loben und den wollen wir einfach, ja, das höchste Lob bringen. Und deswegen heißt das nächste Lied auch Höhe. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit.
Als erstes bitte ich die Jungpfadfinder Julia, Esther, Arthur und Carolina auf die Bühne zu kommen. Und das Pfadfinderversprechen geben. Ich verspreche bei meiner Ehre als Pfadfinder, Gott zu ehren, die Menschen und die Natur zu schützen, zu achten und die Pfadfinderregeln zu halten. Ich bitte Gott und meine Truppe und meine Freunde, mir dabei zu helfen. Wir haben auch Kinder, die 12 Jahre alt geworden sind. Und das heißt, dass sie nun nicht mehr Jungpfadfinder, sondern offiziell Pfadfinder geworden sind. Heute sind das Maria und Arthur. Ich verspreche bei meiner Ehre als Pfadfinderin, Gott zu ehren, die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten. Die Pfadfinderregeln zu halten. Für das Wohl der Gruppe möchte ich mich mit meinen Fähigkeiten einsetzen. Ich bitte Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. Tausend Fragen suchen Antwort, ausprobieren.
haben jetzt 10 Minuten Pause, das heißt, wir machen so ungefähr 20 Vorreiter. Unser Programm geht es weiter. Wir wollen euch unsere Partnerregeln vortragen. Auf mich als Partner ist immer Verlass, wenn ich mein Wort gebe und handle, kommt danach. Als Pfadfinderin stehe ich meine Gruppe, gehe mit meiner Gruppe durch die Runde. Als Schwierigkeiten dürfen wir als Gruppe gemeinsam meistern. Als Pfadfinderin helfe ich allen Menschen, die meine Hilfe brauchen. Jeden Tag möchte ich dazu beitragen, dass es meinen Mitmenschen gut geht. Ihr erwartet in keiner Belohnung. Als Pfadfinder teile ich und bin bereit abzugeben und zu verzichten. Ich fühle mich beschenkt, deshalb möchte ich auch an meine Mitmenschen denken. Als Pfadfinder behandle ich jeden Mensch mit Wertschätzung und Höflichkeit. Als Pfadfinder schütze ich die Natur, Tiere und Pflanzen. Ich achte darauf, die Tiere und Pflanzenwelt zu bewahren und möchte möglichst wenig zu verletzen. Zu Zerstörung und Verletzung der Natur beitragen. Deshalb will ich bewusst schonend mit den Ressourcen dieser Welt umgehen. Als Pfadfinder ehre ich Gott. Gott liebt mich und will das Beste für mich. Deshalb vertraue ich ihm und orientiere mich an der Bibel. Unabhängig von meiner persönlichen Glaubenseinstellung behandle ich an das Gläubige und ihres Glaubens betreuen. Als Pfadfinder denke ich immer positiv und lässt mich nicht entmutigen. Alle Aufgaben, die ich zu verrichten habe, erfülle ich mit großem Sorgfalt. Auch wenn es manchmal anstrengend und mühsam ist, lasse ich mich gerne herausfordern. Als Pfadfinder gehe ich verantwortungsvoll mit mir um. Ich achte auf meine Gesundheit und meide, was mir schadet. Unter anderem möchte ich mich auch. Gesund ernähren, ausreichend bewegen und schlafen. Auf Drogen, Alkohol, Tabak verzichten und verantwortungsvoll mit Medien umgehen. Wir sammeln jetzt die Gaben für die Pfadfinderkasse. Vielen Dank für eure Unterstützung für unsere Pfadfindergruppe. Und jetzt wollen wir nochmal gemeinsam singen. Ich glaube, das Lied kennt ihr auch ganz gut. Das heißt nämlich gut, dass wir einander haben, aber das Lied machen wir jetzt nochmal kurz unsere Moderatoren. Sorgen, Freude, Nächte, Zeit.
Eltern, wer kommt denn dann? Sind das für ein Polizist? Oh, haben wir was angestellt? Lass uns abhauen. Hallo? Wie geht es euch? Geht uns gut. Was macht denn da eigentlich da unten? Insekten beobachten? Ah, nein, wir hängen hier einfach nur. Werden wir jetzt verhaftet? Wie kommst du denn da drauf? Naja, Sie sind doch Polizist, oder? Ja, habt ihr denn was angestellt? Nein! Wir überlegen, was wir gerade machen können. Wozu hätten wir denn Lust? Naja, die geht was Polizist, sonst man kann nicht uns auch. Ja, dann haben wir vielleicht eine Idee für euch. Wisst ihr, was für ein Hemd ist? Eine neue Polizistin? Nein, das ist ein Pfadfinderhemd. Was ist denn ein Pfadfinder? Ja, ein Pfadfinder ist jemand, der oft draußen ist, der etwas über die Natur lernt, der mit anderen Spiele spielt, der auch zeltet, der Lagerfeuer macht und der gern andere Menschen liebt. Naja, streng genommen geht es natürlich auch ohne Pfadfinderhemd, aber durch das Hemd wird es spannender. Ach ja, und wie? Guck mal, was das hier für Aufnäher sind. Sind das Abzeichen? Genau. Und wofür bekommt man die? Also zum Beispiel, wenn man etwas Interessantes gelernt hat oder wenn man etwas für andere getan hat. Wichtig ist, dass man etwas macht, was seinen eigenen Gaben und Fähigkeiten entspricht und was man dann auch gern macht. Was denn zum Beispiel? Also hier zum Beispiel, das Abzeichen bedeutet, dass man jemanden retten kann, der zu ertrinken droht. Und das darunter? Das hier, das bedeutet, dass man schon längere Wandertouren mitgemacht hat, also auch mit Übernachtung über mehrere Tage und dass man auch weiß, worauf es bei einer solchen Wanderung ankommt. Und dass da drunten sich dann so eine Fahrradtour. Genau, das gleiche gibt es auch für Fahrradtouren. Und das Abzeichen mit der Burg bedeutet, dass man lesen kann? Ja, lesen sollte man schon kennen, aber eigentlich bedeutet es, dass man sich in der Bibel auskennt. Wir sind eine christliche Pfadfindergruppe und uns ist es wichtig, mit Gott zu leben, denn er ist unser Schöpfer und weiß am ehesten, was gut für uns ist. Und wofür ist das Abzeichen vorne? Ja, vorne? Da muss man schon ein bisschen länger bei den Pfadfindern sein. Man muss wissen, wie man eine Gruppe leitet, man muss schon mal mitgeholfen haben, ein Zeltlager zu organisieren und wichtig ist, dass man seine erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auch für andere einsetzt, zum Beispiel für die Pfadfindergruppe. Und das rotes, gelbes Tuch, das eine Krawatte? Da könnte man meinen, aber dieses Tuch hat eine Funktion. Damit kann man jemandem eine Armbinde machen, der sich verletzt hat. Kann ich mal das probieren? Ja, können wir mal machen. Ich helfe dir dabei. Moment. Wir lernen hier etwas über die Natur, über Teamgeist und Zusammenarbeit
und auch ganz wichtig, wir lernen auch etwas über Gott, der unser Schöpfer ist und der uns unendlich liebt. Aber das ist ein Thema, darüber erzähle ich euch ein anderes Mal. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass wir heute diesen tollen Pfadfindergottesdienst gemeinsam erleben können. Und wir haben ja schon das Pfadfinderversprechen jetzt in verschiedenen Varianten gehört. Und wer genau darauf geachtet hat, hat auch mitbekommen, dass halt die jüngeren Pfadfinder nicht ganz so einen langen Text haben wie die älteren oder gar die Scout, wie Isabel, muss am meisten erzählen. Aber der Kernsatz von unserem Pfadfinderversprechen ist ja letzten Endes, dass ich verspreche, Gott zu ehren, den Menschen und die Natur zu schützen und zu achten. Was wir bei den Pfadfinderandachten immer gerne machen, ist, dass wir die Kinder mit einbeziehen, dass sie auch mal antworten können, was sie gelernt haben. Das mache ich jetzt mit euch auch mal. An welchen Bibeltext erinnert euch denn dieses Versprechen? Welcher Bibeltext könnte die Grundlage für dieses Versprechen sein? Jetzt natürlich die Frage so an die, sagen wir, die alten Hasen der Gemeinde. Ne? Fällt euch ein Bibeltext ein, der gut zu dem passt? Offenbar 14, das ist okay. Ja, ist so. Mit der Regel halt, ne? Der Regel steht aber nicht. Nein, nein, den Schöpfer ehren. Ah, den Schöpfer ehren, ja, genau, ja, okay, als Engelsbotschaft, sehr gut. Aber vielleicht fällt mir was anderes ein, mir ist noch was anderes eingefallen. Ich finde ja, das erinnert mich sehr stark an das Liebesgebot. Jesus wurde gefragt, ne, was ist das wichtigste Gebot, was ist die oberste Pfadfinderregel? Und Jesus sagte, als er das gefragt worden ist, beziehungsweise er fragt dann die Menschen, die ihn dort angesprochen hat, in Lukas 10, was steht in der Bibel? Was ist das oberste Gebot? Und dann wird das geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Und dann... danach erzählt Jesus das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Das Gleichnis kommt nachher noch. Aber wir wollen mal ein wenig uns durch dieses Pfadfinderversprechen durcharbeiten und schauen, was es eigentlich heißt, Gott zu ehren. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Die letzte Zeit war ja extrem bewegt. Ich dachte, wir reden heute noch nicht über Trump oder irgendwas anderes, Politik. Aber diese Bilder haben mich wirklich sehr berührt. Ihr erinnert euch daran, vielleicht jetzt eine Woche her oder zwei, da gab es schreckliche Umweltkatastrophen in Valencia. Und ehemals ganz kleine Rinnsale, die durch die Dörfer durchgingen, wurden auf einmal zu reißenden Strömen. Ihr habt das vielleicht auch in den Nachrichten gesehen. So Bilder, wo früher ja, vielleicht ein bisschen grüne Wiese war oder wo eine kleine Lagune war, war mal alles voller Wasser. Ich habe einen Internetpost gesehen, den fand ich sehr interessant. Wenn Autos anfangen zu schwimmen, dann hat irgendjemand was falsch gemacht. Diese Extremwetterereignisse, die kennt man. Die kamen auch schon immer vor. Überschwemmung gab es schon in allen Zeiten. Übrigens, die schlimmste Überschwemmung in Mitteleuropa war im 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert. Also es ist tatsächlich nicht etwas Neues, aber was Neues ist, dass wir uns mittlerweile daran gewöhnen. Letztes Jahr Ahrtal, im Frühjahr, ne, stand Niedersachsen unter Wasser, jetzt das. Und ich wette, es dauert nicht länger als ein, zwei Monate, bis die nächste Katastrophe uns in dieser Art und Weise vorgeführt wird. Es kommt doch schon ganz schön gehäuft. Und man weiß, dass diese schrecklichen Regenmassen, die dort in Valencia runtergekommen sind, deswegen so schrecklich waren, weil das Mittelmeer in diesem Jahr so warm war, als eine Badewannentemperatur, über 30 Grad. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Ich sehe solche Nachrichten, sehe das Leid der Menschen und ich verstehe nicht, ganz persönlich, wie man das sehen kann und nicht auf die Idee kommt, dass irgendwas bei uns schiefläuft, dass wir irgendetwas anders machen müssen als bisher. In der Bibel wird Gott, wenn er beschrieben wird, wenn die Menschen
wenn Menschen erklärt werden soll, wer ist eigentlich Gott, wird eigentlich immer darauf Wert gelegt, Gott ist der Schöpfer. Ja, als an verschiedensten Stellen, wo Menschen ja verschiedenste Gottesvorstellungen haben, was ist das Besondere an deinem Gott? Was ist das Besondere an dem Gott der Bibel? Das Besondere ist, dass er der Schöpfer ist, dass er der Ursprung dieser Welt ist. Und das ist uns ja wichtig. Und das steht auch in unserem Pfadfinderversprechen, ja? Wir sollen auch die Schöpfung ehren, aber vor allem wollen wir Gott ehren. Und ihn auch als Schöpfer bekennen. Das ist wunderschön, aber was nützt das, wenn ich nur vom Schöpfer rede und nicht handle? Es ist ein bisschen wohlfeil, Gott als Schöpfer zu ehren und nichts zu tun. Wie sagt man so schön? Taten sagen mehr als Worte. Vielleicht noch mal eine Frage, da können Sie das auch gut vorstellen. Stell dir vor, du hast etwas ganz, ganz Wertvolles. Wahrscheinlich kommen jetzt alle auf dem Handy, aber was Wertvolles und total Empfindliches. Vielleicht eine besonders wertvolle Vase. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Und das ist ein ganz besonderer Schatz. Besonders schön. Was macht ihr damit? Haut ihr die in die Ecke? Und einen wertvollen Schatz hast, der sehr zerbrechlich ist. Schmeißt ihn einfach in die Ecke. Ja. Man wird sich schon ein bisschen Mühe geben. Und jetzt kommt noch was viel Besseres. Dieses wertvolle Geschenk wurde euch nicht von irgendjemandem gemacht, sondern von dem Menschen oder der Person, die euch am wichtigsten ist, die ihr ganz besonders lieb habt, an die ihr eine besondere Beziehung habt, wo ihr richtig kribbelig werdet, wenn ihr an sie denkt, weil das so eine tolle Person ist. Und die hat euch diese wertvolle Vase, dieses besondere Geschenk gegeben. Würden wir nicht besonders vorsichtig und rücksichtsvoll mit diesem Geschenk umgehen, weil es uns ja an diese besondere Person erinnert. Gott hat uns etwas anvertraut. Wie ehrst du den Schöpfer, wenn nicht, indem du das, was er dir geschenkt hat, die Schöpfung, besonders erhältst und wertschätzt. Was wir zum Schutz dieser Umwelt, wir haben das in Partnerregeln gehört, was wir dazu tun können, ist sehr unterschiedlich, sehr individuell. Jeder hat auch unterschiedliche Möglichkeiten. Manuel und ich, wir haben ein Haus, da haben wir bestimmte Möglichkeiten, dass wir uns noch bemühen, möglichst umweltfreundlich zu heizen, oder zu fahren, solche Dinge, das können wir tun, aber jemand, der zur Miete wohnt, der hat da keinen Einfluss drauf. Ist klar, dass der das nicht machen kann. Aber jeder von uns hat Möglichkeiten, dieser Ehrerbietung des Schöpfers persönlichen Ausdruck zu verleihen. Zum Beispiel durch einen besonders bewussten Lebensstil. Und vielleicht überlegst du einmal, was dein Beitrag sein kann, Gott als Schöpfer zu ehren, indem du seine Schöpfung bewahrst. Aber eins kann auf keinen Fall sein, dass Bequemlichkeit oder mein finanzieller Vorteil mir wichtiger sind als meine Verantwortung vor Gott und vor seiner Schöpfung. Diese Entscheidung ist, denke ich, klar. Für uns bedeutet das zum Beispiel, wir haben ein Elektroauto, wir laden halt mal einmal mehr, wenn wir nur noch fahren. Das ist keine große Mühe. Wir kriegen das hin. Und jemand anderes, der hat vielleicht kein Elektroauto, aber der kann ja überlegen, wenn ich Lebensmittel einkaufe, ist es so viel schwerer und teurer, regionale Lebensmittel einzukaufen? Oder saisonal? Oder, und jetzt wird es ein bisschen knackiger, auf Fleisch mal zu verzichten, lieber vegan, vegetarisch oder vegan zu sein? Oder eben die Billigprodukte eben im Regal stehen zu lassen. Ja? Hackfleisch für 6 Euro oder 5 Euro, das kann nicht gut sein. Weder für den Magen noch für die Umwelt. Gott zu ehren kann und soll also einen praktischen Ausdruck bekommen. Wir Pfadfinder sind keine Theoretiker, wir sind Praktiker. Und wir wollen durch unser alltägliches Verhalten Ausdruck verleihen, dass wir Gott wirklich ehren und wertschätzen. Wir sind ein bisschen im Thema. Wir haben die Natur zu schützen. Gott ehren und Natur schützen sind im Grunde zwei Seiten derselben Medaille.
Als Pfadfinder leben wir sowieso schon recht minimalistisch. Wie sieht so ein Pfadfinderlager aus? Wir leben im Zelt. Wir gehen am besten zu Fuß, gut, machen wir nicht immer, aber das geht schon, ne? Wir haben schon mal gewandert. Und wenn wir kochen, dann kochen wir auf dem Holzfeuer. Das ist alles schon ganz schön. Aber Verantwortung ist ja noch ein bisschen mehr. Ich habe euch ein Video mitgebracht und ich bin mir sicher, wer so mal ab und zu mal in den sozialen Medien unterwegs ist, ist schon mal über so ein Video gestolpert. Wer also Angst davor hat, wenn es Tieren nicht so gut geht, dann muss er kurz weggucken. Aber keine Sorge, es geht gut aus. Ihr könnt also auch hinkommen. Vielleicht mit Ton wäre netter, aber es ist nichts Besonderes. Ihr seht hier den Hund und da seht ihr sein Fell. Das ist nicht schön. Wahrscheinlich ein Strafhund, vermutlich in Rumänien oder so. Und dieser Mensch wurde von der Hündin darauf aufmerksam gemacht. Und geht jetzt hin. Und befreit ihn. Was ist praktisches Pfadfindertun? Nein, praktisches Pfadfindertun ist nur noch ein bisschen mehr. Ihr seht, wie sehr der Hund sich freut, die Natur, wie die Schöpfung antwortet, wenn wir gut mit ihr umgehen. Das ist nur ein Beispiel. Ihr könnt hunderte solcher Beispiele finden. Ich bin mir sicher, ihr seid auch schon über solche Videos gestolpert. Wir haben als Pfadfinder eine feste Gewohnheit. Pfadfinder verlassen einen Ort immer besser oder lassen einen Ort besser zurück, als sie ihn vorgefunden haben. Besser als den Welpen aus der Dose zu befreien, wäre doch gewesen, wenn die Dose gar nicht erst da gelegen hätte, oder? Es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass wir unseren Müll nicht rumliegen lassen. Und es ist erschreckend, wie viel Müll wir manchmal in der Umwelt finden. Das kann man im Großen sehen. Manchmal, man fährt durch den Wald, dann sieht man einen riesen Haufen Bauschutt. Oben drauf, richtig schön drapiert, die Glaswolle, ja? Das Lieblingsbaumaterial. Da war wohl jemand, die 2,50 Euro, na gut, bei Glaswolle sind es vielleicht 50 Euro, zu schade, die Sachen ordentlich zu entsorgen. Aber das sind nicht nur die Großen, die Bösen, die gibt es, keine Frage. Aber jeder von uns, auch jeder von uns Fachfindern, ist gefordert, zu verhindern, dass so etwas passiert mit diesem armen Hund. Manchmal sieht man das, ja? Da ist jemand ein Autofahrer und dann sieht man so die Tüte vom McDonald's so aus dem Fenster fliegen, ne? Wieso? Wie kommt ein Mensch auf die Idee, so etwas zu tun? Ich verstehe das nicht. Oder im Kleinen gibt es auch in anderen Situationen. Ihr vorhin, Arthur hat gesagt, wir wollen gesund leben, uns von Drogen fernhalten. Das hat tatsächlich auch einen umweltfreundlichen Aspekt. Wie oft habe ich Raucher gesehen, die ihre Kippen einfach irgendwo in die Gegend schmeißen. Wie lange braucht so eine Kippe, sondern so ein Filter, um zu verrotten? Ich weiß gar nicht, ob man das in Jahren messen kann. Ich glaube, das ist noch eher in Jahrzehnten oder Jahrhunderten unterwegs. Was suchen diese Sachen in der Natur? Als Pfadfinder gehen wir verantwortungsvoll mit der Natur um. Und wenn wir im Wald sind, wenn wir zum Beispiel unsere Wanderung gemacht haben, ihr erinnert euch, wir haben ein Picknick gemacht, und dann haben wir unseren Müll mitgenommen und zur nächsten Mülltonne gebracht. Das ist doch keine große Last. Natürlich haben wir erstmal die Plastiktüten oder was da war oder die Dosen sowieso eingepackt. Aber auch die Melonen und Bananenschalen sollte man mitnehmen. Wisst ihr wieso? Was denkt ihr, wie lange braucht eine Bananenschale in der Umwelt, um zu verrotten? Das dürft ihr mal raten. Alle, seid alle erlaubt. Tipps dürfen. Slater, wie lange braucht eine Bananenschale? Ein Jahr. Ein Jahr, okay. Hat jemand anderen Tipps? Zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Bietet jemand mehr? Martin. Fünf Jahre. Martin, hast du getroffen? Eine Bananenschale braucht bis zu fünf Jahre, um einfach so zu verrotten. Fünf Jahre. Ist nicht so schwer, die mitzunehmen und in den Müll zu bringen. Wahrscheinlich im Kompost nicht. Da sind aber auch andere Bedingungen. Da ist es wärmer, da sind Bakterien, ja. Also Bananenschale im Kompost zu tun, ist eine gute Idee. Aber einfach so in die Gegend zu schmeißen, das ist nicht gut. Wir haben mal, das ist schon ein paar Jahre her, auf einem großen Zeltlager in Friedensau
eine Müllsammelaktion gemacht. Kennt ihr diese großen Müllcontainer? Also die für einen ganzen LKW, ja, so, die sind, keine Ahnung, 15 Meter lang oder 12 oder sowas. Diese riesigen Dinger, davon haben wir 2 Stück voll gemacht. Wir haben einen ganzen Trabi aus dem Müll raus, aus dem Wald rausgeholt. Unglaublich. Als Pfadfinder wollen wir die Natur schützen und das heißt, ganz praktisch zu sein. Nicht nur so theoretische Dinge oder Sachen, die so ganz groß sind, wo wir sagen, habe ich nicht das Geld für. Nein, jeder von uns kann sein Pfadfinderversprechen praktisch leben. Aber wir wollen nicht nur die Natur schützen, wir wollen auch den Menschen achten. Und eigentlich bleiben wir immer noch bei der Schöpfung. Wisst ihr, wer das Sahnestück der Schöpfung ist? Die Kirsche auf der Torte der Schöpfung? Das ist der Mensch. Gott schaut sich, nachdem er den Menschen geschaffen hat, den Menschen an und sagt, sehr zum Bilde Gottes geschaffen. Jesu Gebot, und da sind wir wieder ganz nah bei unserem Bibeltext, den wir vorhin hatten, war, du sollst deinen Mitmenschen, deinen Nächsten so lieben wie dich selbst. Die Herausforderung bei diesem Gebot, bei dieser Pfadfinderregel, bei diesem Versprechen, ist nicht unbedingt die Leute gut zu behandeln, die auch nett zu mir sind. Das funktioniert meistens ganz ordentlich. Oder zu den Leuten nett zu sein, von denen ich vielleicht was möchte. Keine Ahnung, ja, die Tante jetzt vor Weihnachten, die wird noch extra zweimal, dreimal mehr angerufen. Aber dann vielleicht hofft, zu Weihnachten ein etwas größeres Päckchen unter dem Baum zu finden. Den Nächsten zu lieben wie sich selbst, heißt sich gerade um den zu kümmern, der ausgegrenzt oder benachteiligt ist. Den Ausländer vielleicht. Jesus erzählt, nachdem er diese Regel von der liebe Gott und den Menschen gegenüber gesagt hat, erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer Lust hat, kann das gerne anschauen, ich erzähle es einmal kurz. Lukas 10 kann man sich gut merken, da findet ihr es. Ein Mann läuft von Jerusalem nach Jericho oder von Jericho nach Jerusalem, geht dort durch die Wüste und wird überfallen. Und dann kommen verschiedene Menschen vorbei. Besonders fromme Leute, die Priester, ein Diakon, also ein Levit, Leute, die eigentlich in der Gemeinde eine besichtige Rolle hatten und die sagten, ich mache mir lieber nicht die Hände schmutzig. Und die großen Bogen gemacht. Und dann kam ein Samariter. Samariter, das waren so die, das waren die Leute, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Die hatten nicht so die ganz wichtige Religion. Die haben irgendwie komische Bräuche gehabt. Die mochte man nicht. Mit denen hat man nicht geredet. Aber dieser Samariter sieht diesen Mann dort liegen und kümmert sich um ihn, versorgt ihn, bringt ihn zu einer Herberge, wo er gesund gepflegt werden kann. Und dann erinnert mich das doch ganz schön stark an die Idee von den Pfadfindern. Wenn ich unsere Pfadfindergruppe anschaue, und ihr habt die hier gesehen, das ist ein traumhaftes Bild, wenn die alle stehen, ja, wir haben gerade eben schon darüber geschnackt. Aber wenn ihr mal genau hinguckt, dann stellt ihr fest, wir sind sehr international. Und das ist toll. Ja? Wirklich aus allen Herren Ländern, aus allen Kontinenten, kann man fast sagen, nicht ganz, Australien haben wir nicht dabei. Aber ansonsten, wir sind wirklich ein bunter Haufen. Und jeder ist bei uns herzlich willkommen. Wir sind nicht nur international, wir kommen aus den unterschiedlichsten Schichten. Unterschiedlichste Bildungsstätten. Aber das kann man nicht sehen, wenn wir da vorne stehen, oder? Und das hat einen praktischen Grund. Christian, ich habe ein Bild von dir dabei. Aber vor allen Dingen geht es mir um die Kluft. Ihr habt ja dieses Pfadfinderhemd, das hat ja Thomas mit seinen Helfern dir schon ein bisschen erklärt. Diese Kluft, die hat eine besondere Bedeutung. Wir haben, wie gesagt, einiges gehört. Es gibt hier so Abzeichen drauf, die sagen, du gehörst zu uns. Hier, das ist das Abzeichen von den Lüneburger Dachsen.
Und hier haben wir Abzeichen von den internationalen adventistischen Pfadfindern. Du gehörst zu uns, du gehörst in eine weltweite Gemeinschaft. Du kannst was, du gehörst dazu. Aber das Besondere ist, dass es eine Uniform ist. Und wenn natürlich in Deutschland von Uniform geredet wird, dann haben wir manchmal ein bisschen, so ein kleines Kribbeln. Ja, das ist, da haben wir nicht nur gute Erfahrungen mitgemacht. Aber dass es eine Uniform gibt, das hat einen wichtigen Sinn und einen wichtigen Beitrag zur Pfadfinderei. Alle, die hier vorne sind, tragen das gleiche Hemd. Die Kluft ist nicht nur praktisch, es ist ein sehr solider Stoff und sie kostet auch nicht viel. Das Entscheidende ist, dass alle das gleiche Hemd anhaben. Egal ob arm oder reich, ob von hier oder von weit her, egal ob Abiturient oder eben nicht. Egal ob du einen guten modischen Geschmack hast oder nicht, geht man in die Schule. Wisst ihr, wie das da ausschaut? Ja, dann gibt es die einen, die halt damit, keine Ahnung, schicken Sachen unterwegs sind. Ja, und der andere ist halt bei C&A gekleidet. Was mache ich denn jetzt als C&A-Junge? Ich bin so C&A-Junge. Ja? In der Schule kann das ganz schön bitter nach hinten losgehen. Gerade bei den Mädchen ist das echt schwierig, aber die Jungs sind nicht viel besser. Wenn du nicht die richtige Kette, die richtige Tasche, was auch immer hast, dann bist du ganz schnell unten durch. Bei den Pfadfindern kann dir das nicht passieren. Und das ist nicht Zufall, sondern das ist gewollt. Das ist der Plan gewesen dabei. Als die Pfadfinderei gegründet worden ist von Robert Benton Powell, dann ging es ihm gerade darum, da waren die sozialen Unterschiede in England noch viel größer als bei uns. Und indem jeder seine Kluft hatte, sah man, eigentlich sind wir alle gleich. Und wir gehören alle zum gleichen Stamm. Gleichheit und Gemeinschaft werden ihm durch unsere Pfadfinderkluft ausgedrückt. Und das ist letztendlich auch das, was Jesus mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters sagen möchte. Es gibt dort ganz zum Schluss eine sehr interessante Formulierung. Ich glaube, ich habe die gar nicht mit abgedruckt. In den Versen 36 und 37, da sagt Jesus am Schluss, nachdem er die ganze Geschichte erzählt hatte, wer von diesen drei, also den beiden Frommtypen und dem Samariter, ist der Nächste geworden, dem wir unter die Räuber gefallen waren. Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Wenn wir diesen Text hören, dann denken wir immer, wer hat den, der überfallen worden ist, als Nächsten behandelt? Weil der war ja der Bedürftige, ne? Das denken wir, aber Jesus sagt es andersherum. Da müssen wir mal genau drauf achten. Er schaut den Bedürftigen an, er sagt, eigentlich bist du der Bedürftige. Du brauchst Hilfe. Und wer ist dir zum Nächsten geworden? Wer hat dir geholfen? Und es war der Samariter. Jesus jubelt uns gewissermaßen hier einen Gedanken unter, nein, natürlich jubelt er ihn uns unter, aber er möchte uns etwas deutlich machen, dass wir manchmal vielleicht mit unseren Kategorien, in denen wir denken, ganz schön schief liegen. Jesus dreht den Spieß um. Der Nächste, von dem er überfallen worden ist, heißt, Jesus knackt hier die Vorurteile, mit denen er damals konfrontiert worden ist, zwischen Fremden, zwischen Samaritern und Ausländern und den Juden damals auf. Dein Nächster kann jemand sein, der deine Hilfe braucht. Und das ist durchaus mitgedacht. Aber was Jesus hier sagt, ist, dein Nächster, der dir bedürftig erscheinen mag, kann auch dein Ersthelfer, dein Freund und dein Unterstützer sein und werden. Was Jesus hier sagt, ist, dass es mehr ist als Almosen geben, dass es um mehr geht als ein wenig gönnerhaft den anderen auch da sein zu lassen. Was Jesus hier sagt, ist, dass es um Wertschätzung geht. Der, von dem du glaubst, der könnte dir nicht helfen, der ist nicht auf deiner Seite, könnte Gottes geschenkter Engel für dich sein. Den Menschen zu achten, bedeutet echte Nächstenliebe,
und die macht den anderen nicht abhängig, sondern wertvoll. Die weiter Spruch hier macht auch anders. Ich verspreche bei meiner Ehre als Pfadfinder oder Pfadfinderin, Gott zu ehren, die Menschen, die Natur zu schützen und zu achten und die Pfadfinderregeln zu halten. Und ich bitte Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. Das Pfadfinderversprechen ist im Kern Jesu Gebot an uns. Gott, den Schöpfer zu lieben und damit auch seine Schöpfung zu achten und zu erhalten und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und das bedeutet, den Worten Taten folgen zu lassen. Zum Erhalt der Schöpfung, zur Wertschätzung des anderen und zur Unabhängigkeit davon, ob er nun auf meine Hilfe angewiesen ist oder nicht, auf seine. Amen. Wir singen jetzt das Lied Leuchtturm. Wir beten danach mit Emma und Samuel. Zum Abschluss singen wir dann noch einmal unser Partylied Nummer 381. Okay, jetzt bleibe ich noch einmal aufzustehen. Thank you.
heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufschläfst. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine Familie mit dir. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Lieber Jesus Christus, lieber Vater, wir glauben an dich. Wir danken dir, dass du uns Kinder besonders lieb hast. Bitte hilf uns immer daran zu denken, dass wir deine Kinder sind, Kinder des Lichts. Amen. Jetzt, Schluss, wie schon angekündigt, singen wir noch einmal das Vaterlied. Das könnt ihr jetzt ja schon richtig gut. Und, in Christus Jesus. Amen. Amen. Ich wollte noch einmal sagen, dass ich ganz stolz auf euch alle bin. Ihr habt das richtig, richtig, richtig toll gemacht. Und uns als Leitungsteam sehr stolz. Ja, und ich glaube, eure Eltern auch. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen tollen Gottesdienst durch euch erleben durften. Gebt mal einen langen Applaus. Ja? Super. Und weil das ja heute euer Tag ist, lasst ihr eure Gäste natürlich zuerst essen. Okay, ich würde gerne noch zusammen beten und dann könnt ihr das Buffet schlagen. Großer Gott, ich danke dir, dass wir so einen tollen Gottesdienst erleben durften, dass wir so viel Spaß haben konnten, so tolle Lieder singen konnten und dass wir einfach Freude aneinander und auch an einem leckeren Essen haben, das uns sehr gut ist. Amen. Amen. Amen.